Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach der Sitzung des heutigen Ministerrates. Über die Ergebnisse informieren Sie Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann, Wissenschaftsminister Markus Blume und Kultusminister Professor Dr. Michael Piazzolo. Herr Ministerpräsident, bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Tag. Zunächst einmal sind wir alle entsetzt über das Unglück in der Türkei. Es ist eine furchtbare Tragödie, die stattgefunden hat. Wir trauern mit den Opfern und wir hoffen und bangen mit den Angehörigen, dass noch so viele Menschen wie möglich gerettet werden können. Auch in Bayern sind viele Familien betroffen, durch Verwandte, durch Bekannte. Wir fühlen mit ihnen mit. Deswegen haben wir in Bayern auch die Flaggen hier vor der Staatskanzlei auf Halbmast gesetzt, weil wir unsere Anteilnahme zeigen wollen mit den türkischen Familien und den vielen betroffenen Menschen. Und wir machen ein Angebot zur Hilfe im Rahmen der Europäischen Union, aber auch ein Angebot direkt, das wir an die Türkei richten, indem wir medizinische Hilfe leisten wollen, Unterbringung helfen können, bei Suche mithelfen können oder eben auch bei Trinkwasseraufbereitung in den betroffenen Krisengebieten. Bayern steht bereit, der Türkei zu helfen. Und das haben wir zu Beginn auch in unserer Sitzung deutlich klargemacht. Darüber hinaus hatten wir heute ein pickepackevolles Kabinett mit vielen Entscheidungen, insbesondere vielen Umsetzungen auch von Plänen, die wir seit längerer Zeit auf den Weg gebracht haben und die jetzt umgesetzt werden. Der erste Teil war der Bereich Forschung, deswegen ist auch Markus Blume da, dem ich sehr danke für seine Arbeit. Zum einen zeigt sich, dass die Aktivitäten für Luft- und Raumfahrt hohe Akzeptanz genießen. Wir haben heute die weitere Entwicklung der Fakultät für Luft- und Raumfahrt beschlossen. Das Thema boomt in Bayern. Wir haben jetzt fast jedes Jahr seit Einführung der Entwicklung der Fakultät eine Verdopplung der Studienzahlen und haben das klare Ziel, die größte Fakultät für Luft- und Raumfahrt in Europa auf den Weg zu bringen. Heute haben wir den neuen Raumbedarf festgelegt, sowohl in der Entwicklung für den Ausbau von Otto Brunntaufkirchen als auch der zusätzlichen Nutzung, der vorübergehenden Nutzung am Flughafen vom Lab Campus, sodass wir breit aufgestellt sind. Raumfahrt in Bayern boomt. Hinzu haben wir auch das Konzept auf den Weg gebracht für die Technologietransfers. Ich hatte das angekündigt. Wir haben bislang 30 Technologietransferzentren in Bayern. Jetzt kommen mit heutigem Beschluss 15 neue dazu. Das ist also schon praktisch 50% Erneuerung. Das ist insbesondere für den ländlichen Raum von ganz entscheidender Bedeutung. Und wir haben gleichzeitig noch entschieden, auch in Erlangen, lieber Joachim Herrmann, für die Entwicklung der technischen Fakultät dort eine weitere Entwicklung des sogenannten Siemens Campus auf den Weg zu bringen mit insgesamt 105.000 Quadratmetern. Das heißt, wir stellen im Forschungsbereich eine ganz wichtige Entwicklung dar, um Bayern den Plan für die Zukunft zu machen. Zweitens, wir sind auch beim Wohnungsbau aktiv. Wir biegen ja, das kann man ja sagen, auf der Zielgeraden der Periode jetzt wirklich noch einmal auf eine stärkere Leistung ein. Wir erhöhen die Möglichkeiten. Heute der Vorschlag des Wohnungsbauministers, danke an Christian Bernreiter, jetzt fast 1.000 Wohnungen, 940 Wohnungen in München auf den Weg zu bringen, überwiegend auf der McGraw-Kaserne, sowohl von Stadibau als auch Bayernheim, beide zusammen gelten ja da als die entscheidenden Bereiche. Es zeigt sich, dass es da lohnt, aktiv zu sein und der Blockaden Stück für Stück zu lösen. Dritter Punkt, der heute eine große Rolle gespielt hat, ist die soziale Symmetrie und soziale Gerechtigkeit in Bayern. Für uns ist das Thema Medizin und Pflege von elementarer Bedeutung, gerade auch für den ländlichen Raum. Ich habe Ihnen angekündigt, dass wir beim Ausbau der Pflegeplätze zulegen wollen. Heute ist die Umsetzung auf den Weg gebracht worden. Wir haben seit 2020 4.000 Pflegeplätze in Bayern gefördert. Jetzt erhöhen wir das. Wir wollen die Pflegekapazitätsförderung von 1.000 pro Jahr auf 1.500 erhöhen. Wir haben heute dazu auch den entsprechenden Beschluss gefasst, das Geld hinterlegt, sind rund 30 Millionen, sodass wir bis 2028 dann 8.000 Pflegeplätze neu fördern können. Neu ist auch dabei, dass wir auch die Nachtpflege als förderungsfähig mit einbeziehen. Und ebenso versprochen und angekündigt, wir haben uns über die Krankenhäuser unterhalten. Wir sind tief besorgt über die Pläne, die in Berlin stattfinden. Mit jedem Tag mehr zeigt sich, dass die Lauterbachsche Reform zu einem Kahlschlag der medizinischen Versorgung in den ländlichen Räumen führen könnte. Nicht nur in Bayern, in ganz Deutschland im ländlichen Raum. Wir lehnen das grundlegend ab. Medizin darf kein Privileg der Ballungszentren sein.
Medizinische Versorgung ist ein elementares Moment der Daseinsvorsorge, gerade auch für die ländlichen Räume. Deswegen werden wir uns mit Händen und Füßen wehren gegen diese Reform, insbesondere wo es zu Lasten der kleineren und mittleren Häuser geht. Wir selbst haben heute bereits das 100-Millionen-Programm auf den Weg gebracht mit einer ersten Tranche. Von 15 Millionen steigert sich die nächsten Jahre, um kleineren Krankenhäusern, vor allem solchen bis zu 200 Betten, entsprechende Hilfe bei Transformation, Umstellung und Verbesserung zu geben. Auch das ist umgesetzt worden in beiden Fällen, wie wir es in Banz bereits besprochen haben. Danke an Klaus Holitschek für die schnelle Umsetzung. Letzter Punkt aus meiner Sicht, aber sicherlich natürlich der größte Herausforderung, ist das Thema der Migration. Wir spüren jeden Tag, dass die Situation angespannt ist und viele, viele Kommunen sind an der Belastungsgrenze. Man merkt es auch in den Äußerungen vieler Landräte, auch mancher Oberbürgermeister in ganz Deutschland. Und bislang gibt es keine Entlastung für die Kommunen. Es gibt außer vagen Versprechen keine ernsthafte Belastung durch die Bundesregierung. Wir raten dringend, endlich da zu handeln. Es reicht auch nicht nur, wenn Frau Faeser jetzt endlich zu einem Gipfel lädt, bei dem völlig unklar ist, wer kommt dazu und welche Entscheidungsbefugnis hat dieses Gesprächsrunde bei Frau Faeser. Hier ist der Bundeskanzler persönlich gefragt. Wegducken geht nicht, sondern es braucht auf eine Lösung. Nicht entscheiden oder das Ganze zu versuchen zu vertagen, stärkt übrigens politische Ränder in starker Form. Das wollen wir auf keinen Fall, führt aber auch dazu, dass vor Ort einfach eine sinnvolle Unterbringung kaum mehr möglich ist. Für Bayern haben wir mit Joachim Herrmann da eine ganz hochkompetente Persönlichkeit, der sich um das Thema kümmert. Auch da Dankeschön, Joachim, für deinen Einsatz auf Bundesebene in Bayern. Aber man muss dazu sagen, wir in Bayern haben jetzt im Jahr 2022 mehr Zugang gehabt als 15 oder 16. Und wenn man von der Unterbringung ausgeht, ist das Gleiche. Doppelt so viel allein im Jahr 2022 wie 2021. Ich sage ausdrücklich, dass wir Ja zu Hilfe sagen, insbesondere für die Menschen aus der Ukraine. Das sehe ich als eine wichtige moralische Beistandspflicht und es bleibt auch dabei. Wir haben mehr Menschen aufgenommen als Frankreich beispielsweise. Wir sagen auch Ja zur Arbeitsmigration, wenn sie zielführend ist. Aber wir sagen Nein zu einer Überforderung, insbesondere der Kommunen bei der Unterbringung. Wir dürfen nicht die Fehler des Jahres 2015 erneut wiederholen. Und wenn ein grüner Landrat von Verschnaufpause redet, dann müsste das auch in Berlin deutlich gehört werden. Deswegen ist der Gipfel dringend notwendig, und zwar eben nicht nur von Frau Faeser, sondern mit Herrn Scholz. Aus unserer Sicht sind einige 5 Punkte besonders wichtig. Erstens eine sofortige Überlassung von Bundesliegenschaften. Zweitens deutlich mehr Geld vom Bund, und zwar richtig mehr Geld, um die Probleme zu lösen. Drittens keine zusätzlichen Belastungen durch deutsche Alleingänge, durch Extraprogramme der Aufnahme oder durch Übernahme bei anderen EU-Ländern. Stattdessen viertens eine gerechte Verteilung in der EU. Und fünftens, das fordert Joachim Herrmann, ich unterstütze ihn sehr, eine sofortige Umsetzung der Rückführungsoffensive, die die Ampelkoalition ja beschlossen hat. Das ganze Thema ist wirklich wichtig, weil es hier einerseits um die soziale Dimension der Hilfe für Menschen geht, die so gut und herzlich wie möglich sein muss. Aber auf der anderen Seite müssen die Kommunen es auch leisten können. Und was mir Sorge macht, dass von einer solchen Untätigkeit in Berlin am Ende nur politische Gruppierungen Nutzen haben, von der es eigentlich keiner Interesse hat, dass das klappen könnte. Deswegen klare Aufforderung an den Bund, da zu einer Lösung zu kommen. Also zusammenfassend gesagt, heute eine gemischte Sitzung, Trauer auf der einen Seite und Angebot zur Hilfe für die Türkei und für die Familien aus der Türkei. Dann die Umsetzung vieler wichtiger Dinge, die für Bayern ganz entscheidend sind, im sozialen Bereich, im Wohnungsbau und auch in der Forschung. Das ist ja ein zentrales Element unserer Strategie für die Zukunft von Bayern, und zwar sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum. Und dann natürlich auch die klare Unterstützung, Solidarität mit unseren bayerischen Kommunen, die wir allein schon dadurch zeigen, indem wir weitgehend die Kommunen finanziell an der Stelle unterstützen, mehr als alle anderen. Deswegen nochmal vielen Dank allen Ministern, auch heute für die aktive Sitzung und für das gute Entscheiden. Vielen Dank. Vielen Dank, Innenminister Joachim Herrmann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will im Anschluss an die Ausführungen des Ministerpräsidenten nur kurz zu der
Flüchtlingssituation noch ein paar Anmerkungen machen. Zum einen, in der Tat haben wir in der Summe einerseits der ukrainischen Flüchtlinge und andererseits der stark gestiegenen Asylbewerberzahlen inzwischen wieder die höchste Belastung in unseren Unterkünften, ob staatliche Unterkünfte, kommunale Unterkünfte, angemietete Wohnungen und so weiter, die stärkste Belegung seit vielen, vielen Jahren. Es sind aktuell jetzt schon über 170.000 Menschen, die in dieser öffentlich gesteuerten Unterkunft sind. Das Maximum waren 2015/16 damals 155.000. Und es zeigt schon, welche Dimension wir inzwischen wieder erreicht haben. Da ist es wichtig, dass in der Tat der Bund auch noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Wir sind da mit der BIMA unmittelbar im Gespräch. Die Zahlen, die jetzt rumgegeistert sind, es würden Bundesliegenschaften gar nicht hinreichend ausgenutzt werden, weiß ich noch nicht recht, ob das dumm oder dreist war, was hier die Bundesregierung gegenüber dem Bundestag, und darauf beziehen sich diese Zahlen ja, veröffentlicht hat. Denn diese Zahlen mit einer Belegung in manchen Bundesländern von 60%, 65%, 70% beruhen auf einer Abfrage, die die BIMA im August letzten Jahres durchgeführt hat, im August 2022. Dies ist in der Tat, ich habe die Unterlage des Bundestages vorliegen, in dieser Unterlage des Bundes für den Bundestag, die vor 10 Tagen dem Bundestag vorgelegt worden ist, im Innenausschuss, in der Tat nicht enthalten. Es sind diese Zahlen so vorgelegt worden dort, aber ohne Hinweis darauf, dass es Zahlen aus dem August 2022 sind. Und das ist schon also grob irreführend, denn dass die Lage überall in Deutschland jetzt im Januar, Februar 2023 eine völlig andere ist, als sie im August letzten Jahres war. Das leuchtet sicherlich jedem ein. Was sich da jemand im Bundesinnenministerium dabei gedacht hat, dem Innenausschuss Zahlen vom August 2022 ohne Hinweis darauf, dass die aus dieser Zeit stammen, vorzulegen, weiß ich nicht. So kann man jedenfalls nicht vernünftige Diskussionen bestreiten. Wir sind, wie gesagt, mit der BIMA im Kontakt und wollen hier, dass wir weitere Unterkünfte vom Bund, weitere Liegenschaften zur Verfügung gestellt bekommen. Darüber hinaus schauen wir, was wir in Bayern alles entsprechend regeln können. Ich habe morgen Nachmittag wieder eine Videoschaltkonferenz mit allen Oberbürgermeistern und Landräten Bayerns, wo wir die aktuelle Lage wieder besprechen und auch gemeinsam entsprechend überlegen, was zu tun ist. Die Stimmung ist aber ganz eindeutig klar. Das entnehmen Sie vielen Äußerungen aus dem kommunalen Bereich. Und da will ich ja noch mal darauf hinweisen, dabei geht es nicht nur darum, diesen Menschen ein Dach über den Kopf zu verschaffen, sondern zu Recht weisen die Oberbürgermeister und Landräte ja auch darauf hin, dass es dann ja viele weitere Folgefragen gibt. Wo, in welche Kita-Plätze sollen denn die Kinder aufgenommen werden? Wo sollen denn die Kinder im Schulalter aufgenommen werden und dergleichen? Es ist ja nicht allein getan damit, dass man erstmal für die nächste Übernachtung ein Dach über den Kopf schafft. Und deshalb fühlen eben zu Recht, denke ich, die allermeisten Oberbürgermeister und Landräte sich an den Grenzen ihrer Möglichkeiten angekommen. Wir unterstützen die Kommunen weiterhin bestmöglich. Und im Hinblick auf herumgeisternde Finanzzahlen darf ich auch noch mal darauf hinweisen, ich weiß ja nicht, was die Frau Bundesinnenministerin wie in einem Fernsehinterview am Sonntagabend immer jeweils meint. Ich kann auch das nicht für alle anderen Bundesländer ausdrücklich beurteilen. Aber für Bayern will ich ausdrücklich feststellen, im vergangenen Jahr haben wir vom Bund knapp 500 Millionen Euro an Geldern für Unterbringung, für Asylbewerberleistungen, für Integration etc. bekommen. Knapp 500 Millionen. Der Freistaat Bayern hat ausgezahlt an die Kommunen und an Träger der Integrationsmaßnahmen 1,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr 2022. Das heißt, es ist auf jeden Fall klar, dass, wenn man das nebeneinander stellt, von den Leistungen insgesamt im vergangenen Jahr in Bayern 500 Millionen vom Bund gekommen sind und über 1 Milliarde Euro aus bayerischen Steuergeldern. Das ist die Realität, und da brauche ich eine Diskussion darüber, ob Gelder vom Bund auch entsprechend weitergeleitet werden, gar nicht erst eröffnen.
Ich weiß, dass es in anderen Bundesländern schwieriger ist, vor allen Dingen, weil es eben in manche anderen Bundesländer gibt, wo nicht das Land die Kosten der Kommunen praktisch komplett übernimmt. Und deshalb da das Problem ist, dass da Landräte nicht nur die Übernachtung organisieren müssen, sondern davon auch noch erhebliche Teile der Kosten zahlen müssen. Das ist in Bayern definitiv nicht der Fall. Und wir werden weiterhin alles dafür tun, unsere Kommunen bestmöglich hier zu unterstützen. Klar ist, wie der Ministerpräsident angesprochen hat, wir brauchen einen eindeutigen Verzicht auf unnötige, freiwillige, zusätzliche Aufnahmeprogramme, wie zum Beispiel dieses 1.000 Afghanen pro Monat Programm, wozu es keinerlei rechtliche Verpflichtung der Bundesregierung gibt, was aber natürlich die Kommunen zusätzlich belastet. Es darf keine solchen Alleingänge mehr geben und wir brauchen umgekehrt eine Verstärkung der Rückführung, wie sie von der Ampelkoalition vor über einem Jahr angekündigt worden ist. Jetzt ist immerhin nach einem Jahr Herr Stamp berufen worden. Es ist dessen Hauptaufgabe, das jetzt dann zu organisieren. Wir hoffen, dass das entsprechend vorankommt. Wenn wir hier entsprechend klug agieren, haben wir auch eine Chance, die Integration weiter zu verbessern. Wir können heute auf jeden Fall schon wieder feststellen, was die ukrainischen Flüchtlinge anbetrifft. Wir haben im Vergleich der 16 Bundesländer schon heute mehr als in der Relation der 16 Bundesländer mehr als jedes andere Land schon anteilig ukrainische Flüchtlinge wieder in den Arbeitsmarkt bekommen. Das sind immer noch zu wenige, aber das ist ein Thema, an dem wir jetzt intensiv arbeiten wollen. Wir wollen die Chance nutzen, dass wir noch mehr ukrainische Flüchtlinge dort, wo Betriebe nach Mitarbeitern suchen, entsprechend unterbringen. Und diese Vermittlung in den Arbeitsmarkt wird eine der größten Herausforderungen, aber auch der größten Chancen in den nächsten Wochen und Monaten sein. Wir sehen da gerade bei den Ukrainerinnen und Ukrainern sehr gute Chancen. Das ist unser Thema. Das wollen wir voranbringen. Aber gleichzeitig muss jetzt auch der Bund seine Hausaufgaben leisten. Und deshalb sagen wir auch klar, da muss sich der Bundeskanzler persönlich drum kümmern, weil bei den verschiedenen Gesprächsrunden bei der Bundesinnenministerin leider in der Vergangenheit nicht viel rausgekommen ist. Vielen Dank. Wissenschaftsminister Markus Blume. Ja, herzliches Dankeschön. Ich darf die Bausteine ergänzen, mit denen wir uns heute beschäftigt haben, wenn es um die Frage geht, wie wir das Thema Hightech in Bayern verlängern können. Sie wissen, die Hightech-Agenda Bayern, sie wird sehr erfolgreich umgesetzt, 3,5 Milliarden Euro insgesamt schwer. Und wir haben uns heute insbesondere mit der Frage beschäftigt, wie wir das passende Baustück zu dieser Hightech-Agenda hinzufügen können, um sie sprichwörtlich auf die Straße zu bringen. Das heißt, den Transfer, die Anwendung in der Praxis zu organisieren. Und deswegen heute der Beschluss zu dieser Hightech-Agenda, eine Strategie namens Hightech-Transfer hinzuzufügen. Hightech-Transfer sind zwei Dinge. Erstens das Thema Gründungen, Gründungsgeist stärken, und zwar dezidiert auch in den Hochschulregionen, die heute noch nicht so stark sind. Und der zweite Baustein heißt Transfer, Technologietransfer, das erfolgreiche Konzept der Technologietransferzentren weiter in ganz Bayern und insbesondere im ländlichen Raum gerade an Nicht-Hochschulstandorten auszurollen. Zunächst mal zum Thema Gründungen. Bayern ist Gründerland, das will ich vor der Klammer ganz deutlich sagen. Wir haben einen sehr erfolgreichen Weg in den letzten Jahren zurückgelegt, dank auch der vielfältigen Aktivitäten der Staatsregierung hier in ihrer Gänze. Einige Kennzahlen: Wir haben zwei Hochschulen, die sind tatsächlich deutschlandweit führend, die Technische Universität München und die Hochschule München in den entsprechenden Statistiken, die erfolgreichsten Hochschulen in Deutschland, wenn es um das Thema Unterstützung von Ausgründungen aus dem Hochschulumfeld geht. Wir haben Einrichtungen wie das Zentrum für Digitales Technologiemanagement, CDTM, was zu den weltweit erfolgreichsten Einrichtungen gehört. In den letzten Jahren sind alleine drei sogenannte Einhörner, Unicorns, aus dieser Einrichtung hervorgegangen. Das heißt Unternehmen, die die Milliardengrenze in der Bewertung erreicht haben. Wir wollen diese Strategie verstärken, indem wir in allen Hochschulregionen in Bayern solche Konzepte ausrollen. Die meisten Hochschulen beschäftigen sich heute schon in vielfältiger Weise damit. Wir wollen das unterstützen, indem wir in den Hochschulregionen Schwaben, Mittelfranken, Oberfranken, Ostbayern und Unterfranken ein solches Konzept mit Gründungshubs und mit entsprechenden Gründungsteams verstärken. Technologietransfer, das heißt Anwendungen in der Praxis organisieren, die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die Anwendung gerade im mittelständischen Betrieb zu bringen. Wir haben heute 26 Technologietransferzentren in Bayern, 4 sind im Moment im Aufbau.
Bau und wir fügen jetzt weitere 15 hinzu. Der Freistaat engagiert sich hier mit einem Betrag von insgesamt 103 Millionen Euro über die kommenden 5 Jahre, um gezielt in weiteren Regionen an 15 Standorten solche Technologietransferzentren neu zu errichten. 11 Initiativen, die gibt es bereits sehr konkret, wo sich eine Hochschule mit einer Kommune und mit Unternehmen aus der Region zusammengetan hat, zu einem Thema, um dann ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Und wir freuen uns, dass wir mit dem heutigen Tag 11 davon den Zuschlag erteilen können. In Manching zum Thema unbemannte Flugsysteme, in Landsberg am Lech zum Thema Data Science und autonome Systeme, in Marktoberdorf zum Thema Robotik, Automatisierung, in Mainburg zum Thema nachhaltige Gebäudetechnik, in Oberschneiding der weitere Ausbau des dortigen Zentrums, insbesondere zum Thema Biotransformation, Wörth-Wiesen und Kelheim zusammen zum Thema Wasserstofftechnik, ein Wasserstoffcluster Donau, der dort entstehen wird, in Cham der Ausbau zum Thema intelligente Robotik, in Bad Kissingen Laboranalytik, Medizintechnik, in Kitzingen das Thema Robotik, künstliche Intelligenz, Markt Heidenfeld, nachhaltige additive digitale Produktion und in Alzenau nachhaltige Energien. Sie merken, ein bunter Strauß an Themen, alles hat mit der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis zu tun und der Frage, wie man diese neueste wissenschaftliche Erkenntnis dann in ganz konkrete Anwendungen gerade in mittelständischen Unternehmen bringen kann. Damit in Zusammenhang steht auch etwas, wofür wir heute den Startschuss geben konnten, nämlich, dass die forschungsstarken Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern mit dem neuen Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz die Möglichkeit bekommen, jetzt auch das Promotionsrecht auszuüben. Wir haben heute die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die erste Antragsrunde laufen kann. Das heißt, die Bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften können mit dem heutigen Tag den Antrag darauf stellen, dass sie mit ihren forschungsstarken Bereichen das Promotionsrecht ausüben können. Das läuft bis zum 31. März, dann wird es begutachtet und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass auch unsere starken Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Zukunft das Promotionsrecht eben dann auch vergeben können. Wir haben darüber hinaus heute 2 wesentliche Standortentscheidungen getroffen, um die universitären Stärken in Bayern weiter zu stärken. Das eine betrifft Erlangen, Ministerpräsident hat es angesprochen. Es beruht auf Beschlüssen des Ministerrats und ehrlicherweise auch dem großen Einsatz vor Ort vom Ministerpräsidenten persönlich und dem bayerischen Innenminister, dass wir die Hochschulregion Nürnberg-Erlangen massiv stärken. Da gibt es ja insgesamt Zusagen in dieser Legislaturperiode von deutlich über 1 Milliarde Euro, was die Hochschule, was die FAU Erlangen-Nürnberg alleine angeht. Da würde ich sagen, können wir mit dem heutigen Tag auch Vollzug melden. Wir schaffen die Voraussetzungen, damit der Landtag dann auch final zustimmen kann, dass wir dort den Siemens Campus gemeinsam weiterentwickeln, dazu der Freistaat ein größeres Grundstück erwirbt, insgesamt 105.000 Quadratmeter. Das heißt, die Technische Fakultät, die ja herausragender Bestandteil der FAU ist, diese Technische Fakultät bekommt dort eine neue Heimstatt und Entwicklungsmöglichkeiten, die weit über den Tag, ehrlicherweise über das Jahrzehnt hinausreichen und damit auch langfristig sicherstellen, dass wir starke Exzellenz gerade im technischen Bereich hier in Nordbayern verankern können. Und wir haben uns heute dem Thema Luft- und Raumfahrt gewidmet. Der Anspruch ist, dass wir Europas größte Luft- und Raumfahrtfakultät schaffen. Wir waren in den letzten Jahren sehr erfolgreich unterwegs. Es sind bald die ersten 5 Jahre um und wir können feststellen, dass es gelungen ist, globale Koryphäen aus diesem Bereich zu berufen. Es ist die Rede davon, dass wenn du was mit New Space machen willst, dass es in der Welt heute 2 Standorte gibt, wo man hingehen kann, nach Kalifornien auf der einen Seite oder nach Bayern auf der anderen Seite. Der Standort Taufkirchen-Ottobrunn hat sich sehr erfolgreich entwickelt. Der Freistaat hat dort praktisch jede Fläche in der Zwischenzeit angemietet, die kurzfristig zur Verfügung steht. Es ist so, dass wir inzwischen dort einen massiven Aufwuchs von Studenten haben. Alleine der Bachelor-Studiengang, der im letzten Jahr gestartet wurde, gestartet mit 220, hat sich jetzt innerhalb von Jahresfrist verdoppelt auf 500 Studierende. Insgesamt haben wir einen Aufwuchs auf 1590 Studierende in dieser Luft- und Raumfahrtfakultät. Und wenn man das jetzt fortsetzt für die nächsten Jahre, ist klar und liegt auf der Hand, dass wir zusätzliche Flächen brauchen für den universitären Bedarf, auch für die neuen Berufungen. Und deswegen interimsweise uns einen zusätzlichen Standort gesichert haben, nämlich am Flughafen München, was natürlich auch sehr gut zu diesem Thema der Luft- und Raumfahrt passt. Wir haben doch dort hochwertigste Flächen, einen Lab-Campus zur Verfügung stehen, den die TU München als weiteren Standort entwickeln wird.
und derweil natürlich mit Hochdruck die Voraussetzungen geschaffen werden, in Taufkirchen-Ottobrunn dort langfristig dann die komplette Fakultät ansiedeln zu können. Das ist aber natürlich ein Projekt, was noch viele Jahre Engagement dort vor Ort fordern wird. Es müssen neue Flächen gesichert werden, entwickelt werden. Und wir freuen uns, dass wir dieser Erfolgsgeschichte jetzt zusätzlichen Schub verleihen können, nicht warten müssen, bis irgendwo Bauten stehen, sondern zusätzlichen Standort sichern können, eben diesen Lab Campus am Flughafen München. Vielen Dank. Und noch Kultusminister Professor Piazzolo, bitteschön. Gerne, Herr Wittel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich in der gebotenen Kürze 4 Punkte ansprechen. Wir haben heute auch wieder mal im Kabinett über den Härtefallfonds gesprochen. Es geht da auch über Energie insbesondere. Und es ist wieder mal deutlich geworden, dass wir in Bayern für die Ampel einspringen müssen, in vielen Bereichen, gerade auch für Betriebe, aber nicht nur für Betriebe, auch für Privatschulen. Es ist grundsätzlich so bei den Betrieben, dass bis jetzt die Bundesregierung Gas und Strom eintritt. Sie haben anderes versprochen, aber der dortige Haushaltsausschuss hat sich dagegen ausgesprochen. Es gibt jetzt noch die Chance, morgen, wenn ich es richtig weiß, im Haushaltsausschuss, dass das revidiert wird, dass eben auch Öl, Pellets und auch andere Trägerstoffe wie Hackschnitzel gefördert werden, ist im Moment aber nicht auf der Tagesordnung. Bayern springt ein, so es denn nötig ist. Und das gilt auch für den Bereich der Privatschulen, den wir auch in diesem großen Bereich Härtefallfonds mit drin haben. Ist nicht unwichtig, wir haben 1400 Privatschulen, die natürlich auch jedes ja, mal schauen müssen, wie sie finanziell über die Runden kommen. Und dieser Bereich ist dort auch angesiedelt, nämlich dass entsprechende Energiekosten, so sie die einzelne Privatschule in eine Lage bringen, die sie finanziell gefährden würden, dass wir da entsprechend finanzielle Leistungen geben. Das gehört zum Gesamtpaket, das wir gerade in den letzten Wochen in Richtung Privatschulen aufgesetzt haben. Wir haben dort auch entschieden, den sogenannten Schulgeldersatz, Finanzierung monatlich nicht nur 11 Monate zu leisten, sondern 12 Monate. Und wir haben, was ganz entscheidend ist für die Privatschulen, den sogenannten Musterbeamten, nachdem die Auszahlung funktioniert, den haben wir die Summe dafür erhöht. Das wollten wir in 3 Schritten tun. Das werden wir in 2 Schritten tun. Das heißt, 2 und 3 wird zusammengefasst, sodass schon dann im nächsten Jahr hier das entsprechend umgesetzt wird. Und damit sind wir bei meinem 3. Punkt, den wir heute im Kabinett hatten, nämlich das Schulfinanzierungsgesetz, über das wir beraten haben und das entsprechend auch erneuern werden. Gerade im Bereich Digitalisierung, Sie werden sich erinnern, ein Riesenthema zu Corona. Wir haben damals intensiv uns mit den Kommunen ausgetauscht, was den Bereich Wartung und Pflege anbetrifft. Und haben auch da als Bayern gesagt, das Programm des Bundes, Digitalpakt, der dortige Annex, den werden wir verstärken. Das haben wir jetzt in einer Kommission zusammen mit den Kommunen intensiv verhandelt und im Schulfinanzierungsgesetz auch hinterlegt, dass Bayern dort in einer Größenordnung von 80 Millionen entsprechend den Kommunen zur Seite springt, diese Aufgabe unterstützt, Wartung und Pflege, das auch tun wird nach Auslaufen des Digitalpakts, also auch nach 2024 Ende, also im Jahr 2025, werden wir mit diesen 80 Millionen 50% mindestens dieser Kosten entsprechend übernehmen. Es gibt noch ein paar Details, aber im Grundsatz ist das sehr hilfreich und entlastet auch Lehrkräfte, die häufig hier im Bereich Wartung und Pflege eingesprungen sind. Das alles, das ist ein Baustein, der dazu führte, dass Bayern im Bereich der Schuldigitalisierung Platz 1 einnimmt, der Flächenländer, der Flächenbundesländer, sind wir sehr stolz drauf. Genauso stolz, wie wir nicht nur den Koalitionsvertrag erfüllt haben, der vorsieht, 50.000 digitale Klassenzimmer zu schaffen. Das ist schon vor einem guten ein Jahr erreicht worden. Wir sind inzwischen bei 70.000, über 70.000. Wir haben die Schwelle von 70.000 digitalen Klassenzimmern überschritten. 70.400 sind es so ungefähr aktuell. Mein Dank da auch an die Kommunen. Wenn man weiß, dass man in Bayern
ja, so Größenordnung zwischen 70.000 und 75.000 Klassen haben, so ist rein rechnerisch jetzt jede Klasse mit einem digitalen Klassenzimmer versorgt. Trotzdem werden wir das weiter ausbauen, sodass das auch nicht nur rechnerisch, sondern auch in der Realität der Fall ist, weil in manchen Schulen natürlich mehr vorhanden ist als in anderen. Übrigens, auch in diesem Schuljahr werden wir abschließen, die Lehrerdienstgeräte. Jede Lehrkraft in Bayern hat dann ein Dienstgerät von ganz wichtiger Bedeutung, haben in diesem Haushalt auch nochmal 30 Millionen eingestellt. Im Moment sind schon über 120.000 Geräte ausgegeben. Folgerichtig, das Thema war auch neulich angesprochen worden, ist das jetzige Ziel, ein neues Ziel, das ich ja schon seit einigen Jahren verfolge, die 1:1-Ausstattung, jedem Schüler sein Gerät. Und das werden wir auch in den nächsten Jahren umsetzen. Gestatten Sie mir noch ein Wort, das war heute nicht Thema, aber gerade im letzten Plenum auch zu den sogenannten Chat-GBT, den Chatbots. Das sind Programme, die in Windeseile Texte entwerfen zu jeder Frage. Wir hatten im letzten Plenum darüber gesprochen, mindestens die Hälfte der Abgeordneten hatten per Chat-GBT ihre Rede machen lassen. Ich muss ganz offen sagen, es war in dieser Debatte keine qualitative Rückschlag zu erkennen. Also ChatGPT kann einiges. Wir wissen schon an den Schulen seit Ende des Jahres, dass das neu kommt, dass das auch die Schulen verändern wird. KI an den Schulen. Bayern hat schon 5 Wochen nach der Ankündigung, dass es ChatGPT auf dem Markt gibt, eine entsprechende Fortbildung. Auch da sei erwähnt, die Fortbildung in der letzten Ferienwoche, also die erste Januarwoche, da haben 400 Lehrkräfte daran teilgenommen, so viel auch zur Fortbildungsbereitschaft von Lehrkräften in den Ferien. Übrigens auch aus anderen Bundesländern und selbst den USA. Wir waren damit führend. Es wird immer gefragt, wollen wir es verbieten? Wir werden es nicht verbieten. Erstens, weil rein rechtlich man ChatGPT im Moment erst ab 18 benutzen darf. Also die meisten Schüler dürften es gar nicht benutzen. Trotzdem aus unserer Schulerfahrung, es wird natürlich trotzdem genutzt. Ich sehe die Chancen größer als die Risiken. Wir werden natürlich auch längerfristig, mittelfristig unsere Aufgaben umstellen, mehr mündliche Aufgaben, vielleicht weniger dann in den Hausarbeitenbereich. Aber es gibt viele Chancen, gerade KI auch an den Schulen zu nutzen, und wir werden das auch den Schülern entsprechend vermitteln, in Informatik, aber auch in Medienkompetenz, und unsere Lehrkräfte intensiv fortbilden. Letzte Bemerkung, weil wir gerade in den letzten Tagen auch wieder das Thema Unterrichtsversorgung hatten. Wir haben ja vor 1-2 Wochen ein Gutachten gehabt, der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, das unsere Richtung bestätigt hat, das nochmal aufgeblättert hat, was es alles für Möglichkeiten gibt, die Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Wir tun das seit vielen Jahren, weil wir eine sehr gute Lehrerbedarfprognose haben, mit insbesondere 5 Maßnahmen, die ich nochmal erwähnen möchte, seit vielen Jahren Zweitqualifikanten. Wir haben über 3.000 Lehrkräfte aus dem Realschul- und Gymnasialbereich in den Grund- und Mittelschulen, Quereinsteigerprogramme, die wir massiv ausgebaut haben, mehrere hundert gerade in diesem Jahr, dann insbesondere vor 3 Jahren die dienstrechtlichen Maßnahmen, auch die haben deutlich über 1.000, ja, ähnlich haben auch der ein oder andere Verband reagiert, als wir das angekündigt haben, aber dienstrechtliche Maßnahmen, dann intensiv seit letztem Jahr Werbung für den Lehrerberuf. Und last but not least auch Entlastung durch Verwaltungskräfte, insgesamt 700, und durch die Einstellung von über 5.000 Lehrkräften in den letzten Jahren. Also ein Gesamtpaket, das genau auch dem entspricht, was die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz den Kultusministern anempfohlen haben. Insofern haben wir hier auch entsprechend vorgearbeitet. Vielen Dank. Dankeschön. Wir kommen zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Uli Bachmeier von der Augsburger Allgemeinen. Ich habe 2 Fragen. Zum einen an den Herrn Herrmann. Sie haben sich da beklagt über das Bundesinnenministerium und was da im Bundestag vorgelegt wurde. Haben Sie denn die Frau Faeser mal
konfrontiert mit diesem Vorwurf, haben sie mir angerufen, die geht ja ans Telefon, wenn sie anrufen. Und zweite Frage an den Herrn Söder zum Thema Wohnungsbau. Es ist jetzt ja so, dass die Baukonjunktur schwächelt, beziehungsweise Krisenmeldungen aus der Bauwirtschaft kommen, weil von privater Seite nicht mehr so viel investiert wird. Das wäre doch eine ideale Gelegenheit für den Staat, da sozusagen antizyklisch noch mehr reinzugehen. Ist denn da mal überlegt worden? Zu der ersten Frage, das ist gestern auf der Arbeitsebene zwischen meinem Ministerium und dem Bundesinnenministerium besprochen worden. Ich selbst habe deswegen Frau Faeser nicht angesprochen. Ja, das tun wir. Das bei also, Entschuldigung. Gelegenheit dann gerne tun. Ich weiß auch nicht, wer das in Szene gesetzt hat. Wir haben das gegenüber dem Ministerium entsprechend kundgetan, dass wir das für nicht sehr klug halten. Und dort auf der Ebene, was mir berichtet worden ist, hat man dann jedenfalls gesagt, man geht der Sache nach, warum das so gelaufen ist. Gut. Wobei ehrlicherweise das wenig bringt. Wir hatten als Länder schon mehrfach übrigens in den MPKs gerade zum Thema Migration um mehr Unterstützung von Seiten des Bundes gebeten. Es wurde alles immer nur vertagt. Der Bund hat da eine entweder Strategie des Wegduckens oder einer ideologischen Agenda, die dahinter steht. Und deswegen, glaube ich, wird es auf Dauer noch zu erheblichen Diskussionen in Deutschland führen, weil die Tatsache ist natürlich, dass an einem Beispiel kann man es ja sehen, wir in Bayern sagen eindeutig Ja zu Arbeitsmigration, wir sagen Ja zu Hilfe, wir sagen aber Nein zur Überforderung, wir sagen auch Nein zu einer ideologischen Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts. Das ist so unsere Linie, die wir haben, und wir machen uns da große Sorgen, dass durch das Verhalten des Bundes am Ende Konflikte und Probleme entstehen, die am Ende keinem nutzen. Weder den Menschen, denen wir Hilfe geben wollen, noch den der politischen, demokratischen Kultur. Zum anderen, ja, das tun wir. Also ich bin jetzt sehr froh, dass wir jetzt da, also jetzt gerade in der Zielgeraden der Periode noch mal deutlich zulegen können. Es ist natürlich das Grundthema, dass sich alle möglichen Leute immer beim Bauen selber blockieren. Das Grundstück darf man nicht nehmen, da darf man nicht bauen, du sollst nicht hochbauen, du sollst nicht nah bauen. Also jeder weiß immer genau, was man nicht tun soll, insbesondere dort in dem Ballungszentrum, wo Wohnraum fehlt. Deswegen bin ich jetzt so froh, dass auch der Christian Bernreiter da nochmal wirklich zusammen mit den Partnern vorher Schwung reingebracht hat. Wir haben übrigens den Kapitalanteil bei Bayernheim beispielsweise erhöht. Also wir geben mehr Geld für den Wohnungsbau aus, um genau das zu setzen. Ich glaube in der Tat, dass da ein antizyklischer Vorteil darin liegen könnte. Deswegen bauen wir da auch. Und wir sehen übrigens nicht nur immer Bayernheim. Wir sehen die Bayernheim als ein Teil, Stadibau und Siedlungswerks, das sind alles drei diejenigen, die mit staatlicher Beteiligung bauen. Und da kommen wir dann übrigens auch an die avisierten Zahlen. Beim Wohnungsbau selber wird es noch demnächst auch eine grundlegende Debatte darüber geben, welche Art von Wohnungen sollen nur gefördert werden. Wir stellen fest, dass in Deutschland Geschosswohnungsbau ist das eine. Wir müssen auch wieder mal überlegen, ob die Eigenheimförderung nicht stärker vorangebracht werden kann. Denn am Ende nur mit Geschosswohnungsbau lässt sich die Zukunft nicht gestalten. Wir werden dann noch mal einen Vorstoß starten für mehr Eigentumsbildung und auch für das Eigenheim und das Einfamilienhaus. Das ist nicht, wie manche meinen, von den Grünen ideologische Altlast, sondern ganz im Gegenteil, ist eine Zukunftsidee für viele Familien. Auch da werden wir noch in eine spannende Debatte kommen. Alexander Puhl vom ZDF. Ja, ich hätte eine Frage auch an beide, an Herrn Söder und Herrn Herrmann, und zwar zu den Forderungen mit Blick auf den Flüchtlingsgipfel. Also wo fehlt es denn aus Ihrer Sicht den Gemeinden und den Kommunen am meisten? Ist es der Platz? Also müssten jetzt so schnell wie möglich die Liegenschaften freigegeben werden, weil Sie sagen, da hätten wir wirklich sehr viel Platz und wir können den jetzt nicht nutzen? Oder ist es das Geld tatsächlich? Joachim, das heißt. Wir brauchen sicherlich beides. Aber dann eben auch, damit wir das nicht vergessen, wir brauchen die Begrenzung des Zuzugs. Weil wir auch nicht die Möglichkeit sehen, selbst bei größter Anstrengung, dass wir beliebig viel weiteren Platz schaffen können. Und ich weise noch mal darauf hin, weil es auch nicht nur um die Übernachtungsmöglichkeit geht, sondern ja um die ganzen anderen folgenden Fragen. Wo bringe ich die Kinder un? Wo sind die Plätze in der Kita? Wo sind die Plätze in den Schulen? Und. Das gehört ja alles mit dazu. Und deshalb ist es einfach falsch, wenn hier dauernd Signale gesetzt werden, als ob beliebig viele weitere Flüchtlinge
aufnehmen könnten. Das ist wirklich der Punkt Nummer eins. Wir wollen keinen Asylbewerber, der vor der Tür steht, abweisen. Aber dieses, ich sage als Beispiel, 1000 Afghanen pro Monat Programm, dafür gibt es überhaupt keinen zwingenden Anlass. Das ist auch rechtlich jetzt nicht zwingend. Und das verstehen Kommunen nicht, warum man solche Dinge auch noch zusätzlich macht. Auch die Übernahme von Flüchtlingen aus Italien nach Deutschland, wer sich da wiederum die Zahlen anschaut, stellt fest, wenn man meinetwegen den Anteil an der EU-Bevölkerung nimmt, dann liegt Deutschland mit der Aufnahme von Flüchtlingen weit über seiner Einwohneranteilsquote. Italien liegt mit den Zahlen an Asylbewerbern, die Italien tatsächlich hat, deutlich darunter. Es wird ständig der Eindruck erweckt, als ob Italien durch die Mittelmeerflüchtlinge unheimlich belastet sei. Wer sich die objektiven Zahlen der EU wohlgemerkt anschaut, die die EU monatlich veröffentlicht, stellt fest, dass Italien in der konkreten Zahl von Asylbewerbern weit unter seinem Bevölkerungsanteil liegt. Deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, keinen objektiven, logischen Grund, weshalb Deutschland auch noch zusätzlich in großzügigen Gesten Italien Asylbewerber abnimmt. Das ist aber die Realität. Und mir wird das auch von Europapolitikern aus Brüssel bestätigt, dass der Eindruck, den man dort regelmäßig gewinnt in Konferenzen, ist, dass es für Deutschland alles überhaupt kein Problem ist. Und die Bundesregierung in den verschiedenen Konferenzen dort immer den Eindruck hat, dass sie selbstverständlich bereit ist, auch weiterhin große Solidarität zu zeigen. Während der Punkt, es müsste mal dringend andere EU-Länder sich stärker engagieren. Gerade auch bei den Asylbewerbern und nachdem wir ohnehin zusammen mit Polen ja die allermeisten ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen haben. Sie kennen die Zahlen. Bayern allein hat mehr Ukrainer aufgenommen als die ganze Französische Republik. Das wird aber nicht thematisiert in Brüssel von Seiten der Bundesregierung. Also deshalb sage ich ganz bewusst nochmal, die Begrenzung des Zuzugs, jedenfalls die Vermeidung unnötiger zusätzlicher Anreize und Aufnahmen, die steht im Vordergrund. Und dann muss der Bund mithelfen, in der Tat bei Liegenschaften. Wir haben jetzt eine Reihe von Bundesliegenschaften gegenüber der BIMA noch konkret benannt, die aus unserer Sicht geeignet sein könnten. Die muss man sich dann anschauen. Wir wollen das jetzt sehr, sehr zügig in den nächsten Tagen voranbringen. Und dann hoffe ich da mal auf eine gewisse Aufgeschlossenheit. Und natürlich geht es auch ums Geld, weil wir über die reine Unterbringung hinaus übrigens natürlich auch die Integrationsmaßnahmen verstärken müssen. Das, was ich vorhin als Beispiel die Integration in den Arbeitsmarkt gemacht habe. Das ist im Interesse aller Beteiligten, im Interesse der Flüchtlinge, im Interesse der Firmen in unserem Land, die Mitarbeiter suchen und auch im Interesse der Akzeptanz bei der Bevölkerung, weil wir alle spüren, in dem Moment, wo ein Flüchtling bei uns in den Arbeitsmarkt gegangen ist und die Nachbarn sehen sichtbar, der fährt genauso wie ich jetzt jeden Morgen in die Arbeit und tut was und lebt von seiner eigenen Hände Arbeit, haben sie automatisch auch emotional eine viel stärkere Akzeptanz in der eigenen Bevölkerung. Das heißt, in jeder Hinsicht ist das wichtig. Da muss man jetzt investieren in noch mehr Integrationsprogramme. Und dann können wir in dem Punkt auch erfolgreich sein. Wir sind da in Bayern schon gut, aber da muss noch mehr dafür getan werden, weil es natürlich immer noch Tausende gibt, die noch keinen Arbeitsplatz gefunden haben, die wir aber gerade bei den Ukrainern, die meisten ja eine gute Schulbildung haben, hier besonders dafür geeignet werden. Gut, ich sehe ansonsten keine weiteren Fragen. Dann würde ich die Pressekonferenz schließen. Vielen Dank.